Bayern München zu erkennen an den weißen Trikots als Gastmannschaft in Bochum an. Paul Breitner leitet den ersten gefährlichen Angriff ein für Bayern München. Dieter Hoeneß hat nach 4 Minuten die erste Gelegenheit, seine Mannschaft in Führung zu schießen. Wurde aber über 90 Minuten wirklich gut bewacht von Wölk. Mit der Nummer 9 sehen wir einen jungen Bochumer Spieler, Kreller, ein 18-jähriger Amateur, der als einzige Spitze von Rolf Schafstall nach vorne beordert wurde. Und die Bochumer brauchten etwa eine Viertelstunde, um ihre Torgefährlichkeit unter Beweis zu stellen. Norbert Nachtwey, der sich merklich zurückhielt, nur sporadisch mit nach vorne ging, aber wenn, dann, das sahen Sie gerade, wurde es auch gefährlich. Die Bochumer Deckung umsichtig mit einem guten Libero Bast und einem hervorragenden Torhüter Zumdick, der über 90 Minuten keinen Fehler machte. Wenig Tormöglichkeiten auf beiden Seiten in den ersten 45 Minuten, inzwischen 38 Minuten gespielt. Dann die große Gelegenheit für Horstmann nach Zuspiel von Breitner. Doch wiederum beweist Torwart Zumdick seine Klasse. Das ist Wölk, der Dieter Hoeneß gut bewachte. Und Oswald, der aus dem Mittelfeld heraus die gefährlichsten Angriffe für Bochum einleitet. 0:0 hieß es nach 45 Minuten, ein Ergebnis, mit dem Trainer Rolf Schafstall, den wir hier sehen, sicherlich zufrieden war. Und nun, liebe Zuschauer, sollen Sie einmal Ihre Eintrittskarte. Beide Mannschaften dann unverändert in den zweiten 45 Minuten. Dieter Hoeneß, der sich hier beim Zweikampf verletzt, aber weitermachen kann. Und der VfL Bochum, der nun in den zweiten 45 Minuten doch energischer nach vorne dringt. Jakobs, der neben der Bewachung von Del Haie immer wieder Gelegenheit fand, sich durchzusetzen am linken Flügel. Dann Oswald, der mit dem Rücken zum Tor steht, verzieht diesen Ball. Weiterhin also torlos die Begegnung auch nach 55 Minuten. Del Haie sahen wir gerade, der sich schwer tat in der Bewachung gegen Jakobs. Dann Karl-Heinz Rummenigge, der hier rechts am Bildrand zu erkennen ist, 27 Jahre alt wurde und in Knüwe einen ebenso hartnäckigen Bewacher fand wie Paul Breitner in Patzke. Das Spiel der Bayern aus München ganz auf Sicherheit abgestellt. Aber wenn die Angriffe nach vorne getragen wurden, wie hier durch Dremmler, dann wurde es auch auf Bochumer Seite gefährlich. Ein Fehler von Jakobs, Del Haie und glänzende Reaktion von Zumdick. Die Gefahr allerdings noch nicht behoben. Breitner, Rummenigge und wieder Nachtwey. Und er kann ja schießen aus der zweiten Reihe. Das tut er hier auch. Aber Bast, der Libero, hatte diesen Ball noch abgelehnt. Gespielt, immer noch torlos die Partie. Bast schaltet sich nun häufiger in die Angriffe ein. Dann wieder Jakobs, verfolgt von Del Haie. Doch statt zu flanken, versucht er hier einen Direktschuss anzusetzen, der, wie Sie sahen, knapp vorbeigeht. Schiedsrichter Roth, den wir hier sehen, mit einer ganz souveränen Leistung heute über 90 Minuten. Das muss man erwähnen. Und der VfL Bochum, der nun optisch immer stärker wird. Hier haben wir Kreller gerade gesehen. Und wieder Bast. Wölk. Patzke war das, der zum wiederholten Male aus der zweiten Reihe einfach mal abzog, aber die Bochumer Distanzschüsse glücklos. Paul Breitner mit wenig Spielraum gegen Patzke. Dann das einzige etwas härtere Foulspiel von Augenthaler an Kreller, für das Augenthaler die gelbe Karte sieht, insgesamt aber eine sehr faire Begegnung in Bochum am heutigen Nachmittag.
Patzke. Und dann ein beherzter Schuss von Verteidiger Storck, ebenfalls Amateur. Knapp vorbei, immer noch torlos die Partie zwischen Bochum und München. Dürnberger setzt sich durch gegen Storck und das Duell Rummenigge gegen Knüwe. Dürnberger scheitert erneut an Torwart Zumbe. Inzwischen auf Bochumer Seite Bittdorf für den erschöpften Oswald ins Spiel gekommen. Und der VfL bestimmte das Spiel. Schreier, der heute aus dem Mittelfeld heraus wirkungsvoller war als in den Spielen zuvor. Klare Sache, Freistoß. Ja, Gelegenheiten wie durch diesen Kopfball von Knüwe gab es auf Bochumer Seite genug, aber wie so oft scheiterten die Bochumer Stürmer an eigenem Unvermögen und an ihren Nerven. Dann in der 90. Minute Gelegenheit für Dieter Hoeneß, doch noch die Führung für München zu schießen. Letzter Eckball. Delhaie, ein guter Kopfstoß von Hoeneß, knapp übers Tor. Dies war die letzte Möglichkeit für Bayern, noch ein Tor zu erzielen. Eine gerechte Punkteteilung zwischen Bochum und München im Bochumer Ruhrstadion, aus dem ich mit diesen Bildern zurückgebe.